Als sie kurz vor ihrer Wagenburg waren und den Wald gleich wieder verlassen würden, war Wanda noch immer kalt. Mariam hatte sich aus ihrem Griff befreit und lief mit mehreren Schritten Abstand auf ihrer rechten Seite hinter ihr her. Wanda hatte Mariams Frage noch immer nicht beantwortet. Nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil sie es nicht konnte. Hatte das Mädchen vielleicht falsche Erinnerungen an die Vorfälle in der Hütte? War es Mariam, die sich irrte? Stand auch sie noch unter dem Einfluss des seltsamen Gebräus, das der geheimnisvolle Mann mit der Fischhand Wanda eingeflößt hatte? Aber nein, das konnte es nicht sein. Mariam konnte sich sehr wohl an alles erinnern, was Wanda gesagt hatte. Sie hatte nicht gefragt, wer diese Leni denn sein sollte. Sie hatte Wandas Geschichten gehört. Die Kleine musste ebenso verwirrt sein wie Wanda. »Habe ich sie wirklich an den Stuhl gefesselt? Warum sollte ich das getan haben? Ich glaube, ich drehe langsam durch.« Die beiden erreichten den Waldrand. Kurz bevor sie aus dem Unterholz treten würden, machte Wanda drei schnelle Schritte und schnitt Mariam den Weg ab. Sie ging vor ihr in die Hocke, die Arme beschwichtigend zu den Seiten hinausgestreckt. »Hör mal, Mariam, ich«, begann Wanda, lass mich durch, du bist«. Es waren nicht Mariams Worte, die Wanda so erschreckten. Es war der Ausdruck im Gesicht des Mädchens. Mariam sah in diesem Moment viel zu alt aus für ihr Alter. In ihrem Blick lag eine Abscheu, die nichts Kindliches mehr hatte. Wanda hatte mit Ablehnung gerechnet. Mit Ablehnung, ja vielleicht sogar damit, dass Mariam Angst vor ihr hätte. Aber das war es nicht, flüsterte Wanda heiser. Was bin ich? Sag's mir. Sag es mir bitte. Ich glaube, ich weiß es nämlich gerade selbst nicht mehr. Mariam versuchte, sich an Wanda vorbeizuschieben. Wanda griff sie um die Hüfte, drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Bitte, Mariam, versteh doch. Ich will für dich da sein. Ich will deine Mutter sein und deine Schwester und auch dein Vater, wenn es sein muss. Ich will, dass du in einer Welt aufwächst, dass du bei Menschen aufwächst, die du nicht zu fürchten brauchst. Weder die Welt noch die Menschen. Und wenn ich das, was von der Welt noch übrig ist, zuerst anzünden und verbrennen muss, damit sie so wird, wie ich es mir für dich wünsche, dann werde ich das tun, ich. Du hast sie umgebracht. Du hast sie in den Pfeil gestoßen. Du hast eine von uns umgebracht. Du«, erhob Mariam anklagend die Stimme. Hektisch schaute Wanda sich nach hinten um. Sie waren nicht weit von ihrer kleinen Wagenburg entfernt. Regina hatte Wache. Vielleicht waren die anderen auch schon wach. Hoffentlich nicht. »Sch, sei bitte nicht so laut. Du hast recht. Ich habe diesen Tod verursacht.« »Du hast nicht einen Tod verursacht. Du hast sie ermordet.« »Ja«, lenkte Wanda ein, »von mir aus auch das. Aber sie war keine von uns. Auch die«, Wanda zeigte in Richtung Lager, »auch die sind keine von uns. Aber es sind gute Leute, es sind gute Leute, die hier, natürlich. Aber wir, das sind nur wir beide, weißt du?« »Verstehst du? Wir, du und ich. Du wirst immer mehr wie die.« Mariam riss sich los und rannte zum Lager. »Wie die«, hallte es in Wandas Ohr nach. Das Kind hatte nicht die Leute von Armin gemeint. Wanda war klar, dass es jetzt keinen Sinn machte, Mariam in ein Gespräch zu zwingen. Wenn das Kind doch nur verstehen würde. »Ja«, was denn verstehen? Hatte sie vielleicht recht? Nein, nein, das konnte nicht sein. Es durfte nicht sein. Wanda folgte Mariams Spur aus niedergetrampeltem Farn und abgebrochenen Zweigen. Noch bevor sie das Lager erreichte, hörte sie die Stimme von Regine, wie sie zu wissen verlangte, wer da wäre. »Verdammte Fotze«, dachte Wanda, als sie vor ihrem geistigen Auge sah, wie die Frau ihre große Waffe auf Mariam richtete. Dann besann sie sich eines Besseren.
Regine hatte Wache. Eine Wache hatte aufmerksam zu sein, so stand es geschrieben im Kodex der Überlebenden. Sie erfüllte nur ihre Aufgabe. Langsam und mit zur Seite ausgestreckten Händen ging Wanda weiter. Im Lager waren schon einige auf den Beinen. Regine rief nichts in Wandas Richtung, als sie sie sah. Mit Sicherheit hatte sie sie bereits erwartet, nachdem sie Mariam identifiziert hatte. Ihre Freundin Isana reichte ihr gerade eine Tasse mit irgendetwas Heißem nach oben und Regine beugte sich von ihrem Wachtposten auf dem Dach des Transporters aus nach unten, um die Tasse entgegenzunehmen. Der Dampf verlor sich in der kühlen Luft. »Regine muss meine Schüsse gehört haben, oder? Wieso hat sie keinen Alarm geschlagen? Vielleicht...« Wandas Blick fiel auf Isana. »Ja, vielleicht war sie abgelenkt gewesen.« Aber so sehr? Wanda winkte ihr zögernd zu, bevor sie sich zu den anderen gesellte. Täuschte sie sich oder lag der Blick der Frau für eine Sekunde länger auf ihr, als es bei einer knappen Begrüßung angemessen gewesen wäre? Die Motorrad-Scouts Breitmann, Karim und Leander waren ebenfalls schon auf den Beinen. Sie standen um ihre Maschinen herum und unterhielten sich leise. Der Fahrer des dritten Transporters, Gerber, stand in ein paar Meter Entfernung mit dem Rücken zu ihnen und urinierte. »Ja, dafür muss man nicht so weit weggehen, wenn man vorhat, gleich wieder aufzubrechen.« Seine beiden Mitfahrer waren gerade dem Teenageralter entwachsen und nirgendwo zu sehen. »Die schlafen sicher noch. Typisch.« Auch Armin war schon wach und saß neben dem kleinen, bescheidenen Feuer, das sie sich erlaubt hatten. Er lächelte, als er Wanda herankommen sah. Dann legte er seine Stirn in Falten. Sie musste schrecklich aussehen, ging es ihr durch den Kopf. Hoffentlich würde er nicht fragen, was los sei. Natürlich tat er das, und sie schob Verdauungs- und Frauenprobleme vor. »Verstehe, wir haben alle schlecht geschlafen. Karim hatte Albträume, ziemlich lebhaft. Ich ebenfalls.« »Wenn du etwas brauchst, kann dir vielleicht eines der Mädels aushelfen. Hier ist erst mal was.« »Ich hatte auch komische Träume. Konnte mich nicht bewegen, war gestürzt. Lag unter dem Bike in einer toten Stadt. Dann kamen Katzen. Eine wahre Flut von Katzen aus den Kellern«, mischte sich Breitmann murmelnd ein. Wanda nahm den Blechteller mit lauwarmem Konservenfraß entgegen und aß pflichtschuldig zwei kleine Löffel. Sie war hungrig, sehr sogar, aber wenn man Verdauungsprobleme vorschob, sollte man sich nicht zwei Sekunden später den Bauch vollschlagen. Sie verzog das Gesicht, so dass Armin es sehen konnte, und gab ihm die Schüssel zurück. »Wo ist Mariam?« »Sie ist ausgebüxt.« »Sie ist schon im Auto, hat sich in die Decke gewickelt.« »Hattet ihr Streit?« Sein ehrlich besorgter Gesichtsausdruck rührte Wanda irgendwie, gleichzeitig aber machte er sie wütend. »Ahnungsloser Idiot.« »Ja, aber nur einen Kleinen. Ist nicht so wichtig.« »Langsam aber sicher kommt die Kleine ins schwierige Alter, was?« fragte Armin mit einem schiefen Lächeln. Wanda wusste, dass er nur nett sein wollte. Dennoch hätte sie am liebsten irgendetwas Verletzendes gesagt. Einfach nur so. Stattdessen sagte sie, »Welches Alter ist denn heutzutage nicht schwierig? Es wird schon vorübergehen. Wann brechen wir auf?« »Tja, sobald jeder etwas gegessen hat, nehme ich mal an.« Quellend langsam zog die Landschaft an Wanda vorbei. Die Gegend hier wirkte so, als wüsste sie nicht, was sie sein wollte. Verwilderte Felder, soweit das Auge reichte, auf der einen Seite und immer wieder an ihnen vorbeiziehende, mitunter recht ausufernde Industriegebiete auf der anderen. Den meisten von ihnen konnte man den Krieg ansehen. Viele Gebäude waren teilweise abgebrannt oder zur Hälfte oder ganz eingestürzt. So lagen die meisten Gebäude und außerhalb der Dörfer an ihren Randgebieten untergebrachte Supermärkte da. »Wie verrottende Wale am Strand«, dachte Wanda. Armin war recht still, seit sie in einen kleinen Streit geraten waren. Er starrte nach vorne durch die Windschutzscheibe und umfuhr in quälendem Schritttempo Hindernis um Hindernis. Waren sie auf der A8 oder auf der B10? Wanda war sich nicht sicher und im Moment war es ihr auch völlig egal.
Für sie zählte nur, dass sie weiterkommen würden. Genau darum hatte es sich bei ihrem Streit mit Armin auch gedreht. Gerne hätte Wanda den schnellsten Weg genommen, aber der hätte durch den Kessel geführt, in dem Stuttgart lag. Armin war dagegen gewesen, hatte es für zu gefährlich gehalten, in die Nähe der Stadt zu kommen. Sie hatten einen Großteil ihrer Leute mit Dr. Mahler am Kernkraftwerk zurückgelassen. Die Stadt, damit meinte er Stuttgart, sei nicht gut, hatte er mehr als einmal halblaut gesagt. Er war schon einmal dort gewesen, das war Wanda klar. Irgendetwas musste damals geschehen sein. Von daher konnte Wanda seine Sorge verstehen. Aber verglichen mit allen anderen Gruppierungen, die Wanda seit dem Krieg kennengelernt hatte, waren Armins Motorisierte die bestausgerüstete und somit auch die gefährlichste. Sie hatte versucht zu erfahren, woher genau sie ihre militärischen Waffen und den großen Munitionsvorrat bekommen hatten, aber Armin hatte sich bedeckt gehalten. Sie würde es schon nach Hause bekommen. Nur weil er den Streit um die Route gewonnen hatte, brauchte er nicht zu denken, dass das immer so sein würde. Überhaupt hatte er den Disput nur für sich entschieden, weil er gesagt hatte, »Wenn du wütend bist, siehst du ein bisschen aus wie Eva.« Wanda wusste, dass er diesen Ausspruch bereut hatte, gleich nachdem die Worte seine Lippen verlassen hatten. In seinem Gesicht hatte sie lesen können, dass er sich damit selbst Schmerzen zugefügt hatte. Damit er sich nicht ganz in den Erinnerungen und der Trauer verlor, hatte sie ihm ein schmales Lächeln geschenkt. Dann hatte sie aufgehört, sich über die von ihm gewählte Route zu beschweren. Es hatte Wanda, wie sie zugeben musste, ebenfalls einen Stich versetzt, als er Evas Namen genannt hatte, aber sie verdrängte das schlechte Gewissen. Es war nicht anders gegangen. Sie war gegen sie gewesen, von Anfang an. Hatte sie beschuldigt und ihre Pläne sabotiert. Zumindest hatte sie das versucht. Wanda warf einen Blick zu Mariam hinüber. Ihre Beine berührten sich in der engen Fahrerkabine, aber Mariam hatte den Kopf von Wanda und Armin abgewandt und sah aus dem Fenster. Was Wanda im Wald zu Mariam gesagt hatte, nicht in der Hütte, sondern kurz bevor sie wieder im Lager angekommen waren, war richtig gewesen. Nur eben nicht die ganze Wahrheit. Das wusste Wanda. Das hatte sie sich selbst auch schon längst eingestanden. Sie wollte nicht nur nach Rom gehen, um die Welt für Mariam besser zu machen. Sie wollte es auch, um ihre Eltern zu rächen, sich zu rächen. Und da war noch etwas, und das wurde Wanda erst jetzt während der Fahrt bewusst. Die Degenerierten hatten sie verändert. Und wenn sie jemals eine Chance haben wollte, diese Veränderung auch nur ansatzweise rückgängig zu machen, ansatzweise wieder zu dem Menschen zu werden, der sie eigentlich hätte sein sollen, dann musste sie das Silber töten. Wanda wusste nicht, ob es so etwas wie eine Seele gab, oder Karma, oder ein Fegefeuer, oder ein Nirvana. Sie wusste, dass es in jedem Menschen einen Kern gab. Einen Kern, der nichts mit einem Gott, wenn man dieses alte, bedeutungslos gewordene Wort benutzen wollte oder äußeren Umständen im Allgemeinen zu tun hatte. Nichts mit dem Aussehen, nichts mit der körperlichen Erscheinung. Einen Kern, der unabhängig existierte. Das Silvers Degenerierte hatten ihren Kern beschmutzt, und wenn sie das rückgängig machen wollte, sofern es irgendwie ging, dann... Armin fluchte, stieg hart in die Bremsen. Wanda, die nicht angeschnallt gewesen war, konnte sich gerade noch abfangen, bevor sie mit dem Kopf auf das Armaturenbrett geknallt wäre. Mariam wurde von ihrem Gurt gehalten. Wanda fühlte, dass der Transporter ein Stück weit zur Seite rutschte. Armin ist aufmerksamer gewesen als ich, dachte Wanda, bevor sie einen Blick nach draußen warf und nach dem Grund für das plötzliche Bremsmanöver suchte. Die Bremsen der beiden Fahrzeuge, die hinter ihnen fuhren, quietschten ebenfalls lautstark. Zum Glück kam es zu keiner Kollision. Wanda fühlte, dass der Transporter ein Stück weit zur Seite rutschte. Sie waren um eine Kurve gefahren, und Wanda hatte gar nicht gemerkt, dass Armin auf eine ganz ordentliche Geschwindigkeit beschleunigt hatte. Vielleicht hatten ihn die Erinnerungen an Eva, die Trauer dazu gebracht, nicht mehr mit seinem enervierenden, vorsichtigen Schritttempo zu fahren.
Ein Motorrad lag quer auf der Straße. Wanda erkannte, dass es eines von ihren war. Das von Karim, um genauer zu sein. Rechts und links in den Augenwinkeln sah sie, dass die beiden anderen Motorradspäher, die aus irgendeinem Grund an diesem Morgen hinter dem Konvoi gefahren waren, an ihnen vorbei nach vorne rollten. Wo war Karim? Wanda konnte ihn nicht sehen. Mit gezückten Waffen stiegen sie von ihren Maschinen ab. Sie ließen die Motorräder laufen, während sie die Unfallstelle untersuchten. Armin griff zum Funkgerät. »Was ist los? Wo ist Karim? Seht ihr ihn irgendwo?« Die beiden Scouts gingen weiter. 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter. Einer griff sich an die Funkvorrichtung an seinem Helm. Es war die Stimme von Leander. »Bisher ist er nicht zu sehen. Er weiß, dass er vorsichtig sein muss. Ich glaube nicht, dass er so schnell gefahren ist, dass es ihn bei einem Sturz so weit wegtragen würde.« Breitmann war weitergegangen, während Leander gefunkt hatte. Jetzt blieb er stehen. Anstatt sein Funkgerät zu benutzen, schüttelte er nur den Kopf. Neben Wanda knurrte Armin, »Das kann ja wohl nicht wahr sein«, und stieg aus. Er griff sich die Maschinenpistole, die er im Seitenfach der Fahrertür deponiert hatte. Mit großen Schritten stapfte er auf die Unfallstelle zu. »Er hat recht«, dachte Wanda. »Karim war ein erfahrener Scout gewesen. So wie sie das mit ihren laienhaften Kenntnissen einschätzte, noch dazu der beste Fahrer der drei.« Sie sah kurz zu Mariam hinüber. Das Mädchen beobachtete mit wachen Augen, was außerhalb des Fahrzeugs vor sich ging. Wanda hörte metallisches Klappern von schräg hinten. Sicher war, dass Regine, die auf ihren gewohnten Spähposten auf dem Dach des Transporters, den sie und Isana fuhren, kletterte, um besser sehen zu können. Alle von Wandas Instinkten rieten ihr, sich ebenfalls eine Waffe zu schnappen, von denen es im Fahrerraum des Transporters mehr als genug gab, und nach draußen zu gehen. Sie begnügte sich mit ersterem. Ein schneller Blick auf den Sicherungshebel. Sie betätigte ihn. Die Waffe war jetzt schussbereit. Sie sollte bei Mariam bleiben, dachte sie. Nach allem, was in der Nacht passiert war, mehr denn je. Irgendwie musste das Mädchen wieder Vertrauen zu ihr fassen können. Rechts und links der Straße befanden sich Felder. Wanda sah ein Schild, das ihr verriet, dass sie sich nun doch wieder auf der A8 befanden. Rechts konnte sie die Dächer einzeln stehender Gehöfte erkennen, links in etwa 400 Meter Entfernung die ersten Häuserreihen einer kleinen Stadt. Dornstadt. Wanda betrachtete die Unfallstelle und das auf der Seite liegende Motorrad jetzt noch einmal genauer. Es gab in unmittelbarer Nähe wirklich keinen Grund dafür, dass Karim einen Unfall gehabt haben könnte. Das nächste liegengebliebene Auto befand sich etwa 80 Meter voraus. Kein Schlagloch, kein Granateinschlag oder sonst irgendetwas, das man als Begründung heranziehen konnte. Wanda spürte mehr, als dass sie es sah, wie Mariam sich neben ihr straffte und den Kopf drehte. »Da!« Das war das erste Wort, das Mariam seit ihrem Streit an Wanda richtete. Für Wanda war es wie ein kleines Geschenk. Aber sie konnte sich nicht wirklich freuen. Registrierte es nur am Rande, wollte die Freude für später aufheben. Die allgemeine Anspannung hatte auch sie nicht ausgenommen. Sie drehte ihren Kopf in die Richtung, in die Mariam starrte. Ein brusthoher Strauch, der links von ihnen hinter der Leitplanke gewachsen war und diese beinahe zur Gänze überwucherte, war in Bewegung geraten. Wanda griff nach dem Mikrofon der Funkanlage. Armin hatte es achtlos fallen lassen, und Wanda musste an dem Spiralkabel herumhantieren, das es mit der eigentlichen Sendeeinheit verband, um es in die Finger zu bekommen. Hastig betätigte sie die Sprechtaste. »Aufpassen! Von euch aus auf 9 Uhr!« Leander war der Erste, der reagierte. Die Waffe im Anschlag wirbelte er herum. Armin und Breitmann folgten seinem Beispiel eine halbe Sekunde danach. Zu Wandas Erleichterung war es tatsächlich ein Motorradhelm, den sie als erstes hinter den Zweigen erkannte, dann eine Lederjacke. Aber da war noch etwas. Irgendetwas stimmte nicht. Da war ein Arm zu viel. Jemand war hinter Karim, und dieser jemand hatte seinen Arm von hinten um Karims Hals geschlungen. Jetzt erkannte Wanda auch die andere Hand. Sie hielt ein Messer.
Das zugehörige Gesicht konnte sie nicht sehen. Die Person, wer immer sie war, ging hinter Karim in Deckung. Wanda sah einen Hauch verfilztes, bereits mit grauen Strähnen durchwirktes Haar. Die Erinnerung eines Geruchs stieg in Wanda auf. Sie erschauderte. »Der Fischmann ist das der Fischmann?« fragte sie sich entsetzt. Sie starrte auf die beiden Gestalten. Sie waren jetzt ganz an der Leitplanke angekommen. Karim schien, von einer Wunde am rechten Oberschenkel abgesehen, unverletzt zu sein. »Nein, es kann nicht der Fischmann sein. Der da drüben ist zu klein. Außerdem würde der Fischmann sich nicht auf diese Weise verstecken. Es passt nicht zu ihm.« Endlich bewegte sich Wanda. Sie rutschte von Mariam weg, nach links auf Mariams Platz hinter dem Lenkrad. Sie kurbelte die Scheibe hinunter. Dann richtete sie, wie alle anderen es ebenfalls getan hatten, die Waffe auf die Gestalt. Oder besser gesagt, in Richtung der Gestalt. Denn im Grunde zielten sie alle auf Karim, der sich sehr, sehr ruhig verhielt. Kein Wunder. Die Klinge war nur halb zu sehen. Die andere Hälfte war unter seinem Helm verschwunden. Entweder war das Messer sehr kurz, oder die Gestalt, die ihn offensichtlich als Geisel genommen hatte, drückte das Messer ziemlich fest gegen seine Schlagader. Hoffentlich weiß Armin, was er da tut. Es wäre ein tragischer, unnützer Tod, wenn sie Karim aus Versehen abknallen würden. Über Kimme und Korn beobachtete Wanda, was als nächstes passierte. Der Geiselnehmer machte nicht den Fehler, Karim Anweisung zu geben, über die Leitplanke zu steigen. In dem Fall hätte es einen Moment gegeben, in dem entweder Armin oder Leander oder Breitmann oder Regine oder Wanda freies Schussfeld gehabt hätte. Stattdessen begann der Geiselnehmer etwas zu brüllen. Im ersten Moment waren es für Wanda nur inhaltslose Laute, die der Mann absonderte. Sie verrieten ihr lediglich, dass sie sich in ihrer ersten Einschätzung geirrt hatte. Es war eine Frauenstimme, auch wenn sie ziemlich tief und kratzig klang und irgendwie krank. Sie war eindeutig weiblich. Erst als Wanda das verarbeitet hatte und die Gestalt, nein, die Frau immer weiter schrie, machte Wandas Gehirn den nächsten Schritt. »Warum kann ich nicht verstehen, was sie brüllt? Laut genug ist sie ja.« Dann begriff Wanda. Es war kein Deutsch, das die Gestalt sprach, nicht der Sprachmischmasch, den die Decks oft benutzten. Es war reines Italienisch. Wanda beherrschte die Sprache nicht besonders gut, aber dennoch hatte sie sich einige Brocken von den Degenerierten abgeschaut. Armin, Breitmann und Leander hatten jetzt einen beinahe Halbkreis um die Geiselnehmerin und ihr Opfer gebildet. Noch immer waren ihre Waffen auf die Brust von Karim gerichtet. Der schien sich nicht sehr wohl zu fühlen, verhielt sich aber noch immer so ruhig es ging. »Was soll er denn sonst machen?« Die Frau veränderte den Winkel des Messers. Die Klinge zeigte jetzt in noch steilerem Winkel nach oben. Er konnte nichts tun. Würde er sich einfach fallen lassen, würde er sich selbst zumindest verletzen, wenn nicht gar die Schlagader durchtrennen. Die Frau brüllte jetzt keine Sätze mehr. Sie brüllte immer und immer wieder nur ein Wort. Bei den ersten drei Wiederholungen verstand Wanda nicht, was es war. Erst beim vierten Mal erkannte sie es. Mangiare. Die Frau wollte essen. Ihre Rufe klangen zunehmend verzweifelter und frustrierter, aber auch ein Hauch von Wut schwang in ihnen mit. Mangiare! 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 Mit Armins Italienisch schien es nicht so weit her zu sein. Er brüllte nur zurück. Lass ihn los, das ist doch sinnlos. Wenn ihm etwas passiert, durchsieben wir dich so schnell, das glaubst du gar nicht, verdammte alte Schlampe. Sein Gesicht war angespannt, hochkonzentriert. Er war in einer statischen Haltung erstarrt, kämpfte gegen seine Wut an, die Maschinenpistole im Anschlag und ohne eine sichtbare Regung, was ihn extrem anstrengen musste. Er kontrolliert seine Atmung wie ein Profi, dachte Wanda.
Karim hingegen schien endlich zu verstehen, was die Frau wollte. In Armins Grollen hinein rief er: »Sie will essen! Sie will nur essen, hörst du, Armin?« Armin hörte nicht, brüllte weiter, stieß weiter seine Drohungen aus. Auch die Frau hatte ihr Geschrei nicht unterbrochen. Karim versuchte es noch einmal. »Essen, Herr Armin, sie hat nur Hunger!« Ein Schuss krachte, von hinten links. Regine. Das Messer fiel aus der stark geäderten Hand der Frau. Karim machte einen Satz nach vorn, rettete sich über die Leitplanke und brachte so viel Abstand zwischen sich und seine Geiselnehmerin, wie er konnte. Armin, Leander und Breitmann feuerten ebenfalls ihre Waffen ab. Viele rote Punkte waren mit einem Mal auf der abgetragenen und für die aktuellen Witterungsverhältnisse viel zu dünnen Jacke der Frau zu sehen. Für den Bruchteil einer Sekunde sah Wanda ein verbranntes, von Pusteln und Narben entstelltes Gesicht. Eine Blutwolke schwebte plötzlich in der Luft. Dann war die Alte nicht mehr da. Ihr Leichnam war durch die Einschläge der Kugeln zurückgerissen worden und dann nach hinten umgestürzt. Wanda hörte Armins Stimme. »Guter Schuss, Regine. Gut gemacht.« Wanda sah zu Mariam hinüber. Auf dem Gesicht des Mädchens lagen weder Schrecken noch Angst, weder Abscheu, noch war sonst irgendeine Regung zu erkennen. Sie wirkte ruhig, so ruhig, dass es Wanda falsch vorkam. Langsam legte sie die Pistole wieder ab. Eine Sekunde lang betrachtete sie sie, sicherte sie wieder, dann flüchteten ihre Gedanken weg von der aktuellen Situation und sie dachte: »Ich habe mich noch gar nicht um meine eigene Waffe gekümmert. Wie nachlässig von mir.« Wanda blieb in dieser geistigen Schonhaltung so lange, bis sie zugesehen hatte, wie Karim sich wieder aufrappelte und den Helm abnahm. Sein Gesicht war schweißnass und eine gar nicht einmal unerheblich aussehende Menge Blut war an seinem Hals verschmiert. Er zog sich jetzt auch den Handschuh aus, griff an die Wunde und betrachtete seine Finger. Wenn es überhaupt möglich war, dann wurde er in diesem Moment noch eine Spur blasser. Er geriet ins Taumeln und Armin, der ihm am nächsten stand, eilte zu ihm, um ihn zu stützen. Es war Mariam, die Wanda aus ihrer Starre riss. Von irgendwoher. Später nahm Wanda an, dass er sich unter dem Beifahrersitz befunden haben musste, brachte Mariam einen Verbandskasten zum Vorschein und knallte ihn Wanda vor die Brust. Das half. »Ja, danke«, kommentierte Wanda fahrig. Endlich konnte sie sich wieder rühren. Sie griff zu, stieg aus und eilte, den Verbandskasten in der Hand, zu Armin und Karim. Auch Breitmann und Leander waren herangekommen und wollten helfen. Aber Armin herrschte sie an, dass sie gefälligst weiter die Umgebung sichern sollten. Wanda registrierte, dass ihre Finger schwitzten, als sie versuchte, eine eingeschweißte Rolle Verbandsmull aus ihrer Verpackung zu befreien. Die Stimme von Karim war angespannt, aber nicht verängstigt, als er sagte: »Armin, da sind noch mehr, da sind...« »Er sagt, da sind noch mehr. Alle an die Waffen. Hört ihr? Alle an die Waffen!« brüllte Armin im Kommandoton, ließ Karim nicht ausreden. »Nein, Armin, da sind noch mehr. Ich meine, da sind noch mehr Frauen, alte, Kinder und Verletzte. Sie sind verzweifelt. Sie haben seit Tagen nichts mehr gegessen. Sie sind alle Italiener.« Wanda erstarrte, ließ die Rolle Verbandsmull fallen. Plötzlich war überall Bewegung in der Vegetation zu erkennen. Bewegung, die nicht vom Wind herrühren konnte. Bewegung hinter der Leitplanke. Wanda vergaß die Mullbinde auf dem Boden und verfluchte sich dafür, dass sie die Pistole im Auto gelassen hatte.